Man schreibt das Jahr 1656. Der Bremer Dom sollte nach dem großen Brand erneuert werden. Dachdecker Frederik sollte beim Bau helfen. Frederik war im ganzen Land für seine Künste als Dachdecker bekannt. Am ersten Tag kam er mit viel Freude zur Arbeit. Er stieg auf das Dach des Doms und erkannte sofort das Problem. Die Decke war zusammengebrochen. Er machte sich sofort an die Arbeit. Er arbeitete Tag und Nacht, bis die Decke schließlich repariert war. Als er fertig war, ging er zum Bauherrn. Ich habe meine Arbeit getan und möchte mich verabschieden. Weil du so gut gearbeitet hast, werde ich dir verraten, wo sich die Bremer Küchenmaus versteckt. Was ist die Küchenmaus? Die Küchenmaus ist der Beweis dafür, dass du sehr gut gearbeitet hast. Wenn du nun zur nächsten Baustelle kommst und sagen kannst, wo sich die Bremer Küchenmaus versteckt, ist das der Beweis dafür, dass du hier gute Dienste geleistet hast. Ich danke recht herzlich. Es war mir eine Ehre. Frederik zog fröhlich nach Hause. Dank der Küchenmaus hat er noch bei großen Bauwerken mitgearbeitet. Er und seine Familie führten noch ein sehr schönes Leben.